Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal drei Must-Haves für eure Kameratasche vor. Das sind Produkte, die man einfach dabei haben sollte bei irgendeinem Dreh oder bei einem Fotoshooting oder so. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Viel Spaß! Das erste Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist ein Reinigungsset von der Firma Neuer, was aus 7 Teilen besteht. Einmal aus 2 Pinseln, ein größerer Pinsel fürs Objektiv zum Beispiel und dann noch ein kleinerer Pinsel mit einem Verstaumechanismus für kleinere Ecken der Kamera, zum Beispiel wenn im Blitzschub Staub ist. Ihr kennt es bestimmt alle, wenn euer Objektiv dreckig ist oder euer Bildschirm, dann braucht ihr schnell irgendeine Sprühflasche mit irgendeinem Spray, um das Ganze gründlich sauber zu machen. Aber ihr müsst beachten, dass bei dem Reinigungsset von Neuer zwar eine Sprühflasche mitgeliefert wird, die auch relativ praktisch ist, aber da ist eben kein Spray drin, also das müsst ihr nochmal extra besorgen. Wenn im Sensor Staub ist oder am Gehäuse Staub ist, der sich nicht ganz so einfach entfernen lässt, dann wird noch ein Blasebalg mitgeliefert. Das ist auf jeden Fall extrem praktisch für Staub am Gehäuse oder Objektiv oder auch am Sensor. Kleinerer, groberer Staub. Und das ist im Prinzip so ein Gummiball, der mit Luft gefüllt ist und der beseitigt dann eben grobe Staubkörner und hat mir auch schon in vielen Situationen geholfen, tatsächlich auch bei anderen Produkten, wo der Staub gar nicht so einfach war zu entfernen. Als nächstes Produkt wird ein sogenanntes Lens Tissue mitgeliefert und wie der Name schon sagt, ist das zum Objektivreinigen sehr gut geeignet. Allerdings hatte ich da ein paar Probleme, das von der Verpackung abzubekommen und habe da direkt das ganze Lens Tissue zerrissen. Das ist wie gesagt etwas schwer, aber wenn man das dann abgerissen hat, dann macht es das Objektiv auch ziemlich sauber, auch wenn nachher ein paar kleine Papierkörner bleiben, aber das kann man dann ganz einfach wegwischen. Insgesamt ist es eigentlich relativ gut zum Objektivreinigen und ich kann es eigentlich nur empfehlen, das damit zu machen oder eben mit einem Mikrofasertuch. Das ist auch schon ein gutes Stichwort, denn das nächste Produkt oder die nächsten drei Produkte, die in diesem Reinigungsset enthalten sind, sind drei Mikrofasertücher, die haben mir recht gut gefallen, aber sind halt Mikrofasertücher, das kennt also jeder. Aber dass da drei mitgeliefert werden, das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Das zweite Produkt ist ein ND-Filter bzw. Graufilter von der Firma K&F Concept und der kommt in einer Plastikbox zum Transport, was auf jeden Fall sehr praktisch ist. Und wie ihr euch das vorstellen könnt, ist im Prinzip, ihr habt einen Filter mit einem Rad an der Vorderseite zum Verändern der Helligkeit des Bildes, ohne jetzt die Blende oder den ISO zu verstellen. Das heißt, ihr könnt in manchen Situationen ein Rauschen des Bildes verhindern, indem ihr einfach an dem Rad dreht von dem Filter und nicht den ISO so weit hochstellt, dass es anfängt zu rauschen. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, ist, dass das Ganze sehr hochwertig verarbeitet ist, also aus Metall, und dass er in sehr, sehr vielen verschiedenen Größen verfügbar ist. Das heißt, wenn ihr ein großes Sigma-Objektiv habt, braucht ihr natürlich einen größeren Durchmesser, als wenn ihr jetzt noch, wie ich zum Beispiel, ein kleines Sony-Kit-Objektiv habt, wo ihr dann einen kleinen Durchmesser braucht. Für den Preis ist er auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, kostet so um die 20 Euro. Ich packe euch den Link in die Beschreibung, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das dritte Produkt ist auf jeden Fall ein Muss für die Kameratasche und das sind Akkus. Ja, ich habe eine Sony-Kamera, ich kann da ein bisschen aus Erfahrung sprechen, weil Sony-Kameras haben wirklich nicht die beste Laufzeit und da ist dann relativ schnell, wenn man in 4K filmt, der Saft leer. Deshalb habe ich mir noch zusätzlich zu dem Sony-Original-Akku 2 relativ günstige Patona-Akkus angeschafft, die im Set mit einer Micro-USB-Ladeschale für beide Akkus kamen. Also man kann beide Akkus tatsächlich oder auch den Sony-Original-Akku gleichzeitig aufladen mit dieser Micro-USB-Ladeschale. Und ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, weil ich auch für meine alte Kamera Pantone-Akkus hatte und bisher relativ gute Erfahrungen mit denen hatte. Aber es gibt natürlich auch andere gute Akkus. Das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like oder Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!